Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Im letzten Part sind wir endlich hier im Kaiserreich Moradin angekommen und das können wir jetzt noch mehr erkunden. Und Chawa ist der König der Welt hier auf diesem großen Felsen. Ja, geht so. Ich habe mich nur dahingestellt, um in Sicherheit zu sein vor den Gegnern. Jetzt will ich aber dann mal, glaube ich, erstmal nach Süden laufen, weil da ist nämlich ein Harmoniegespräch, das wir uns gleich mal anschauen können. Ich hoffe, da komme ich jetzt hin, ohne allzu sehr genervt zu werden. Vielleicht sehen wir sogar einen einzigartigen Gegner auf dem Weg, den würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Aber sonst, die anderen Gegner bin ich erstmal zu faul. Just take a peek here. So, dankeschön. Hier ist nichts, okay. Ich finde die Musik immer noch mega cool. Erstmal Bergungstauchen können wir auch mal schnell machen. Ja. Nimm mal Standardzylinder. Ich muss mal wieder neue kaufen, wenn ich in der nächsten Stadt bin. Bring us back to local snacks, you hear? Wait here. I'll bring something great. Okay. Ja, das ist ziemlich oft. Alright, einfach dreimal A drücken und es wird immer langsamer. Das ist ja nicht bei jeder Bergungstauchstelle so, aber das ist bei den meisten bisher so gewesen. Exakt dieses Timing. Ach du Scheiße. Exakt dieses Timing. Okay. Ja, lass erstmal einsammeln, bevor das despawnt. Das Zeug. Ja, jetzt will ich den anderen auch haben. Das wollte ich eigentlich nicht. Oh Gott, schaffen wir das? Bin ich ganz sicher. Ja, das wird schon. Zack. Okay. Ja, fang mal. Was fang ich denn an? Keine Ahnung, was ich anfangen soll. Mach mal Wasser erstmal. Ja, ich hätte auf Stufe 2 vielleicht warten sollen für die Heilung, aber das passt auch so. Genau, dann mache ich einfach danach Stein und dann Wind am Ende. Ich warte nur noch ein bisschen. Aber Rex dürfte es ziemlich locker schaffen, da Wind dann voll zu bekommen. Genau, nochmal. Die Heilung auch wieder sehr gut. So, okay, dann mache ich gleich mal. Poppy! Okay, wunderschön. Mia versucht sogar auch. Aber Rex dürfte es auch sehr viel einfacher schaffen können. Genau, hat er auch schon ready. War einfach gleich mal. Ja, let's go. Verheerung! Oh, warum schafft er immer nur gut? Also, ich mach doch voll schnell. Es ist manchmal schwieriger bei manchen Farben als bei anderen. Ich fühle mich schon. Ich hab das voll schnell gemacht, Mann. Es ging gar nicht schneller. Ja, egal. Ja, jetzt könnte ich mal dann einfach mit Feuer oder mit Blitz vielleicht anfangen. Fangen wir mit. Obwohl, ich fange mir gar nichts mehr an. Wir heben es einfach auf, weil der ist eh gleich tot. Und hauen dann gleich auf den anderen Gegner direkt unsere krassen Attacken raus. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Ist überhaupt noch da, der andere Gegner? Doch, da steht er. Der ist zwar stärker sogar, aber kleiner dafür als der andere. Okay. So. Zeug einsammeln. Okay. Ich kann sogar eine Chain Attack einfach machen. Will ich mal? Ne, ist eigentlich Quatsch. Ich heb mir das lieber auf meine volle Teamleiste. Machen Wind am Anfang. Weil wenn ich dann gleich einen einzigartigen Gegner oder einen sehr starken Gegner treffen sollte, gegen den ich kämpfen will, dann starte ich ja auch gleich mit meiner vollen oder fast vollen Teamleiste. Und das ist dann auf jeden Fall sinnvoll. So, nochmal Wind brauchen wir. Und dann kann ich am Ende Erde machen. Und dann Finisher. Muss man mal merken, dass der obere Angriff von Power umwerfen kann. Das wäre jetzt nicht schlau gewesen, wenn ich den jetzt gehabt hätte. Hatte ich aber leider nicht. Mach einfach dann mal Wurgesturm und ich mach dann gleich eben direkt Erde hinterher. So, sehr gut. Umwerfen, Wurgesturm! Und jetzt stirbt er wahrscheinlich eh. So, zack. Bam. Okay. Meh. Da war die Kamera ein bisschen sehr dicht an der dran Tower. Einfach in Tower drin. Wir haben das Innere von Tower gesehen. Naja. Okay, dann Harmoniegespräch, deswegen bin ich hier. Das machen wir schnell. Rex, Tora have to ask for friend as fellow man's man. Oh weia, ich will gar nicht wissen. Ich will jetzt schon gar nicht wissen, wo das hingeht, das Gespräch. Tora want to gain understanding of life as adventurer. Oh, okay, ist woanders hingegangen. Ich dachte, es würde um Frauen gehen. As an adventurer. Rex is role model of Tora,
That's why Tora wants to learn everything he can about being Rex Rex. This is all very sudden, Tora. What's going on? Come now, Rex. Don't feel too important. He just wants to talk. In any case, it's not so common for Master Pond to ask something so directly. Exactly! Tora being earnest like never before. Tora, submit as evidence this direct, unflinching eye contact. Oh, Tora ist so süß. Wow, your pupils are really dilated. That's what you get, staying up all night. All right, tonight Master Pond go to bed early. Meh, enough! Tora's eyes are worry of Tora. It not matter. This important. Tora want to be like Rex Rex. Rex Rex, please teach Tora. Was sage ich dazu? Nun gut, ich werde dir alles beibringen, was das Leben mich gelehrt hat. Willst du da nicht lieber Nia fragen? Okay, also ich weiß durch euch schon, dass es verschiedene Auswirkungen haben kann, was man hier antwortet. Es wird halt immer die Harmonie irgendwie erhöht, wenn man irgendwas antwortet. Es gibt schon manchmal bessere und schlechtere Antworten, weil manchmal die Harmonie mehr erhöht wird. Hier denke ich jetzt mal, wenn ich das erste nehme, wird die Harmonie zwischen Rex und Tower erhöht. Und wenn ich das zweite nehme, wird die Harmonie zwischen Tower und Nia erhöht. Denke ich mal. Also ich würde, wenn mich Tower schon so fragen, dass seine große Bitte ist, würde ich einfach ehrlich antworten wollen. Ja. I'll teach you all that life's taught me. Thank you! Tora cannot wait! Alright, Tora, listen up. To become a responsible adult, here's what you need to do. Ich weiß nicht, ob Rex da der perfekte Ansprechpartner ist, das ist wieder was anderes. Aber er hat ja gefragt und wir wollen einfach nur antworten. Firstly, you've got to take good care of your tools. Ah, Tora very good at that. Runs Poppy's diagnostics every day. Indeed, Master Pond keep Poppy in impeccable state of maintenance. Secondly, you've got to take good care of your friends. If you don't have friends to rely on, you'll be in trouble when a big job comes around. Tora, see? Tora always work alone until now, so that point still a little new to Tora. And most importantly, number three. Yes, yes? Correctly triangulating wreckage coordinates. Tora can see that very important. One moment. Wreckage coordinates? That's right. If you mess up the coordinates, all the prep you've done goes down the drain. You might lose out on any loot you could have got otherwise. Rex, isn't that salvaging you're talking about? Huh? Yeah, why? One moment, please. Why Rex Rex talking about salvaging? You wanted to know about adventure, yeah? And what greater adventure is there than salvaging? Tora want to know driver wisdom. Have no use for salvager wisdom. Meh. What? Master Pond, it seemed that ask Rex about art of being driver not bear fruit. After all, Rex is a rookie too. Wär's doch besser gewesen, wenn ihr Nia hätte fragen sollen. Tora is disappointed. Ach, jetzt kommt Tora, was ist das denn? I really thought you were thinking of being a salvager, Tora. Nah, it's fine. Tora asked Nia. Er fragt eh Nia. Ja, toll. Hang on, Tora. Okay, das war jetzt definitiv die falsche Antwort. Let me try again. Super. Yay, toll. Also die ersten beiden Tipps von Rex, die kann man ja aber tatsächlich auf das reale Leben, also außerhalb vom Bergungstauchen beziehen. Man soll seine Besitztümer in Schuss halten, damit sie immer schön funktionieren. Man soll nett zu seinen Freunden sein, weil Freunde sehr wichtig sind und einem aushelfen können. Und weil im Team einiges, fast alles eigentlich leichter geht als alleine. Der dritte Punkt war halt dann nicht so toll. Aber die ersten beiden, da würde ich ja auf jeden Fall auch zustimmen. Also so schlecht waren die Tipps jetzt nicht. Naja, das war jetzt wie gesagt ziemlich eindeutig dann das Falsche, würde ich mal schätzen, was ich da gewählt habe. Aber so ist es nun mal. So, war ich schon hier ganz hinten eigentlich? Ich glaube nicht. Jetzt werde ich gleich wieder von 50 Millionen Wolfs aber angegriffen. Obwohl doch, da war ich sogar schon, richtig. Ich will halt ganz kurz den Sammelpunkt mitnehmen, wenn ich darf. Tora, just take a peek here. So. Okay. Aber dann will ich jetzt da den Eingang da so ein bisschen reingehen.
Memme! 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 Weil da ist sogar ein grüner Punkt, den ich gerade, sogar mehrere, genau, den ich gerade gesehen habe. Also Leute, mit denen ich reden kann, genau. Soldaten. Umschlagplatz. So, zum Beispiel Emina. Nun, wie geht, wie steht? Dies ist der Lagerbereich, in dem die Waren bis zu ihrem Abtransport nach Alba Cavernage aufbewahrt werden. Ich hoffe, das wird bald mal ausgesprochen im Spiel, damit ich weiß, wie das halt von mir ausgesprochen werden soll. Zu den Hauptexporten von Mor'Adain zählen Bergungs- und Industriegüter. Unser Essen hingegen wird größtenteils importiert. Ohne das Gold, das unsere Technologie abwirft, unvorstellbar. Wie ihr seht, stapeln sich hier tonnenweise Importgüter, die nur darauf warten, in die Stadt verfrachtet zu werden. Der Lastenaufzug darf nur mit Erlaubnis genutzt werden, aber der Personenaufzug ist für jedermann zugänglich. Ihr wollt sicher nicht den ganzen Tag an diesem langweiligen Ort herumhängen, oder? Dann los, auf in die Stadt. Okay, kommen wir jetzt wirklich schon in die große Stadt dann oder wie? Wo ich auch ein bisschen shoppen kann und so. Mal gucken. Hätte ich aber nichts dagegen. Memme! Memme! Mal schauen. Aber noch trotzdem schön umgucken. Weil hier auf den Mauern oder so, da könnten auch Truhen oder andere Verstecke sein. Eventuell. Ja, sehe ich aber nicht. Okay, also einer ist der Fracht. Aufzug, das andere ist der Personenaufzug. Welcher ist welcher? Aktivieren! War anscheinend der richtige. Vielleicht wären auch beide gegangen. Keine Ahnung. Ist ja unsinnig, weil die sind ja beide exakt gleich. So, da soll ich sogar hin. Okay, sind ja beide exakt gleich. Und deswegen, warum sollte man dann überhaupt einen Unterschied machen zwischen den beiden? Und warum sollte man als Person nur den einen benutzen dürfen? Und warum dürfte man für Fracht... Frachten nur den anderen benutzen. Also, ich glaube, der ist ganz woanders, der Frachtaufzug. Vielleicht. Egal. Und ja, hier kann ich dann ein bisschen shoppen. Hm? Oh. So, this is the Imperial Capital. Such a big city. Maybe their place is selling rare junk parts for upgrading Poppy. Time to go look. Masterpon, Poppy would rather use new parts if possible. Meh, meh. Is that you there, Tora? Have not seen Tora in long time. Remember me? Mui, mui. Huh? Why random old guy know Tora's name? Oh, Tora not remember me at all. It mui mui. I was assistant of Professor Shushu, your grandpa pon. Remember, Mui Mui should have said to start with. Mui Mui did say. Yeah, oh, sure. Right. Mui Mui not very interesting, so Tora forgot he exists. Tora? That's not very nice. No, no, I do not blame Tora. Tora was very young back then. Not surprising he forget. Besides, Master Pon was quite distracted just now, only thinking of how to upgrade Poppy. Why could it be? This looked like artificial blade. Mui Mui, right. Tora studied Grandpa Pon and Dada Pon's blueprints carefully and finished construction. Meh, meh. How wonderful. If only Professor Shushu still here to see results of hard work. Mui Mui, you have any idea where Dada Pon went? That day when the lab was attacked, Mui Mui was out on errand. When I got back, Professor Shushu's body was lying there. But there was no sign of Professor Tatazo. I see. Even Mui Mui not know. Do not feel down, Master Pon. We will find Dada Pon someday. Though no evidence for this hypothesis.
Anyway, Mui Mui apologize for interrupting your trip when you just arrived in city. Friend of Mui Mui run an inn just up ahead. Place with famous hot springs. If you like, Mui Mui can try to get you discount. Mui Mui is best friend! Haben wir den Noppon schon mal gesehen? Ich glaube, hat er uns nicht schon mal beobachtet? Ist es nicht ein Noppon, der für Banner arbeitet oder so? War das nicht so? Weiß ich nicht mehr. Wir werden auf jeden Fall beobachtet. Aber erstmal sind wir hier am Tor von Kerei oder so. Und hier im Einkaufsviertel erstmal. Da ist Mui Mui sogar wieder. Mui Mui überrascht, Freunde an Ort wie diesem zu treffen. Ist riesengroßer Zufall. Ja. Mui Mui empfiehlt Aufenthalt in Jakulos Gasthaus. Mui Mui selbst Stammgast dort. Liegt in Gewerbegebiet Beraf. Heiße Quellen dort sind auch toll, falls Freunde kleine Auszeit nehmen wollen. Mui Mui wird guten Preis für Freunde aushandeln. Ist auf jeden Fall Besuch wert. Okay. Aber lasst mich erstmal shoppen und Schätze stehlen. Focus. Ja, Noppon-Wissen habe ich immer nur einmal, glaube ich. Bei Poppy, genau. Jawohl. Ja, verdammt. Aber da kann ich mal ganz kurz gucken. Kann ich das genügend skillen? Warte mal. Okay, jetzt geht's tatsächlich. Ich musste einfach nur die Harmonie-Ringe öffnen. Denn Poppy hat jetzt Noppon-Wissen Stufe 2 gelernt. Genau. Ich glaube, das war einfach nur dafür, dass ich mit einer bestimmten Anzahl von Noppon sprechen muss oder so. Und habe ich jetzt zwischendurch geschafft. Das war eh schon kurz davor, glaube ich immer. Genau. Und deswegen habe ich es dann machen können. Sehr schön. Darf ich mal kurz gucken? Ja genau, stimmt. Hier könnte ich Hilfskenne machen. Das muss ich jetzt eigentlich auch mal wieder machen. Ah, das ist aber so viel Arbeit. Das werde ich mal vielleicht eher offscreen machen, weil das dauert halt Ewigkeiten, das hier mir anzugucken, weil das auch sehr viele sind. Was habe ich hier für seltene? Ich habe auch das Gefühl, dass so viele von denen, oder einige von denen irgendwie gar nicht so toll sind, die ich bisher habe. Da kommen bestimmt nochmal später coolere. Aber irgendwie, ich finde, viele von denen sind eh gar nicht so toll, die ich habe. Hier einfach physische Abwehr zum Beispiel wäre halt für Trauer okay. Also es gibt schon einige, die gut wären, wenn ich die hätte. Ja, obwohl bei Tower ist es ja eh anders. Tower kann ja keine richtigen Hilfskerne benutzen. Oder also Poppy genauer gesagt. Ja, das schaue ich mir mal offscreen an. Weil das, ich meine, ihr habt ja gesehen, was ich für welche habe. Ich werde mir dann für ein paar schlaue entscheiden. Hoffentlich schlaue. Aber das dauert jetzt hier zu lange, um das jetzt hier zu machen. Genau, aber hier will ich hingehen. Richtig? Das ist wichtig. Kernsplitter. So, Spulensplitter und Kettensplitter gibt's da. Die sind ziemlich gut. Die sind richtig gut. Holy shit, die sind richtig fucking gut. Ja, einfach mehr Stärke. Pyra ist ja, soll ja ein komplettes Powerhouse einfach sein. Crit-Rate ist ja eh schon nicht so gut bei ihr. Und wenn die um 1% sinkt, ist okay. Und dafür steigt halt der Angriff nochmal um über 60. Also das hole ich mir für Pyra. Ja. Jupp. Bei den anderen, muss ich mal gucken. Die Crit-Rate sinkt sogar hier kaum bei Wulfric. Das ist ziemlich gut eigentlich. Hier sogar stärker. Ja, für Wulfric auch gleich, würde ich sagen. Instant. Er hat eh auch keinen Effekt auf seiner Wächterlanze. Und auf der neuen auch nicht, aber das passt ja. 2% Crit-Rate sinkt, alles andere wird stark erhöht. Also, Blockrate wird nicht stark erhöht, aber Autoangriff wird sehr, sehr stark erhöht. Wird einfach fast verdoppelt. Also ja, her damit. Jupp. Also Kernsplitter sind halt so übelst gut, wenn man halt die Kernsplitter mit den Hilfskernen vergleicht. Das ist halt kein Vergleich. Ich meine, die heißen auch nur Hilfskerne. Das hat schon einen Grund, warum die nur Hilfskerne heißen. Aber trotzdem. Das ist natürlich auch schick. Da nehme ich sogar, glaube ich, lieber den oberen. Für die höhere Block. Ja. Nee, doch nicht. Weil der Effekt, dass Autoangriffe mehr Wut erzeugen, ist halt schon ziemlich, ziemlich gut auf Tower. Weil ich meine, Blockrate schön und gut, aber wenn er gar nicht erst angegriffen wird, dann bringt ihm die Blockrate nichts. Also nee, das lasse ich sogar dann. Bei dir wird alles erhöht. Du bist ja auch so ein bisschen tanky. Bei euch erstmal Nia. Also da ist sogar auch der Spulensplitter fast besser, finde ich. Ja, machen wir. Also das sind echt beides ziemlich gute. Sowohl Spulensplitter als auch Kettensplitter. Kann ich hier einige Male verteilen. Ja, für dich auch, würde ich sagen, Spulensplitter. Weil Crit-Rate sinkt zwar, aber Crit-Rate ist nicht so wichtig für Nia. Und der Angriff wird einfach wieder fast verdoppelt. Und die Blockrate wird auch fast verdoppelt. Das ist sehr, sehr gut. Also ja, hole ich mir. Die sind richtig gut. Die Splitter hier. Eins habe ich nicht aufgepasst. Hatte sie einen Effekt davor?
Fuck, das habe ich nicht aufgepasst. Hatte sie eine? Ich glaube nicht, Dromark hat ja eine. Dromark hat auch einen sehr guten, genau den ich ihm nicht wegnehmen will. Dass Autoangriffe weniger Blut erzeugen, auch wenn die hier gut sind. Dromark lasse ich dann. Ich glaube, Cora hatte keinen Effekt auf ihrer Waffe. Glaube ich. Das passt schon. So, hier Glück wurde um 50 erhöht, aber das ist jetzt auch nicht so toll, finde ich. Ja, eher der hier. Crit-Rate sinkt um 6%, aber Angriff steigt halt wieder fast um das Doppelte. Das ist es, glaube ich, schon wert. Ja, ich glaube schon. Mach ich. Okay. Sehr gut. Ja, um einige Stärke geworden. Also das ist wirklich mal sehr wichtig, hier bei den Kernsplitterläden einzukaufen. Dann die anderen sind ja wieder alles nur Taschen-Items. Wo ich auch mal das mit den Harmonieringen mehr abgleichen müsste, werde ich dann auch mal tun, aber auch ein bisschen offscreen. Aber jetzt hier werde ich nichts kaufen. Ah genau, aber hier, das werde ich kurz kaufen. So, jupp. Ach du Scheiße, 10.000? Spinnst du? Ja, ich nehme mal einen zumindest. Vielleicht finde ich ja mal irgendeine total selten aussehende Bergungsstelle. Irgendeine versteckte oder so, wo es eh schon wahrscheinlich gute Sachen gibt und dann kann ich dann den goldenen benutzen. Aber füll mal die anderen ein bisschen auf. Mach mal den zweimal vielleicht und den hier viermal. Dann habe ich die beide wieder fünfmal. Okay, passt. Gut. Genau, dann, was verkaufst du? Hier, die mit den Trophäen verkaufen immer irgendwas Besonderes, oder? Genau, einzigartige Items halt. Schwebende Armee habe ich sogar schon zweimal. Falterlinse aber noch nicht. Kaufe ich mal. Ja. Bin mir aber nicht sicher, was das bringt, hier diese besonderen Items da zu kaufen, ob das irgendwas bringt. Ich denke schon, aber ich weiß irgendwie nicht, was. Naja. So genau, hier komme ich ja her. Ja, genau. Mein nächster Zielort ist auf der Karte auch schon markiert, aber ich will mal noch ein bisschen andere Wege entlang laufen. Genau, ein paar Nebenquests kann man auch noch annehmen, nämlich. Und eventuell weitere Schätze finden und einfach mich ein bisschen umsehen. Hier in Moradain. Dächer von Evil. Congratulations. Oh Gott, ja, das ist nämlich sehr kompliziert, den Ort hier zu erkunden, weil das wieder sehr weit nach oben geht und wir auch auf den Dächern entlang laufen können. Und hier könnten überall Schätze sein. Also hier werde ich wieder bestimmt nicht alle finden. Und ich meine, selbst wenn ich alle finde, ich kann ja eh nicht alle öffnen. Ist ja auch mal das Problem. Poppy Power. Aha. Das geht. Das ist gut. So, wir öffnen das einfach, während der Soldat an ihm steht. Und gehen einfach durch. Das finde ich schön. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Okay, jetzt bin ich ziemlich weit oben. Jetzt habe ich da mega viele neue Areale dadurch bekommen, die ich erkunden kann. Okay, fair. Ich habe mir schon gedacht, oh, das könnte vielleicht Schaden machen. Ich habe nicht erwartet, dass mich das so schnell killen kann. Tja. Tja. Wo war ich jetzt gerade eben? Ich habe jetzt schon die Orientierung verloren. Nicht hier hinten bin ich entlang gelaufen, genau. Genau, und dann hier hoch oder hier durch. Also ja, ich komme damit an neue Orte, vor allem ein bisschen höher. Ja, das muss ja noch irgendwas bringen. Also jetzt warte mal, ich versuche mal nochmal mich bei dem... mich hier irgendwie durchzusneaken. Ah ne, okay, das ist so eine Art Labyrinth. Ich muss einfach die anderen Wege nehmen, die safe sind. Okay. Aha. Und hier ist dann ein Ventil, wo ich das alles abstellen kann. Das ist echt ziemlich cool, weil das sogar solche kleinen Rätselpassagen hier sind beim Erkunden. Zwar jetzt keine großartig schwierigen oder so, aber das ist echt cool. Ja. Also das gesamte Erkunden und das Interagieren mit der Welt ist wirklich um einiges besser als im ersten Teil, finde ich. Das ist echt nice. Habe ich jetzt sogar auf der anderen Seite vielleicht das auch abgestellt, weil das habe ich nämlich gesehen, dass da auch dichter Rauch rauskam. Hier. Der ist jetzt auch weg, genau, da komme ich jetzt durch, weil der war davor dauerhaft einfach an, hier. Aber jetzt kann ich hier durchlaufen und komme da wiederum zu einem neuen Ort, wo ich was finden kann. Okay, jetzt bin ich hier oben. Ist ja so kompliziert. Und damit kann ich hier hin. Ja, irgendwas krasses muss hier am Ende ja sein. Weil das war jetzt schon ein ziemlich weiter Weg, den ich hier entlang laufen musste. Ich musste diese Tür mit Superkräften öffnen. Ich musste das Ventil da benutzen, um hier durchkommen zu können. Es ist gar nicht einfach, hier hinzugelangen. Und das muss doch irgendwie jetzt cool belohnt werden, oder? Oder?
Oder auch nicht. Hier muss doch irgendwas sein. Mit den Leuten kann ich nicht reden. Hier. Nee. Hä? Hier muss doch irgendwas Cooles jetzt sein. Das war so ein weiter Weg. Und so ein komplizierter. Ich meine, da unten ist ein Schatz, aber da komme ich ja auch so einfach hin. Nein, das wollte ich gar nicht. Na, ja, land wenigstens da, okay. Vielleicht ist es ja hier. Nee. Halt da unten. Okay, ein Wandbild ist da. Aber zu dem Wandbild würde ich doch sowieso auch über einen anderen Weg hinkommen, oder? Also irgendwas habe ich da jetzt verpasst. Oder das ist wirklich alles für die Katz, aber das glaube ich nicht. Hm. Aber Wandbild, kann ich Wandbild machen? Da braucht man, glaube ich, auch einfach Skills dafür, genau. Aber nee, nicht mal annähernd. Beobachtungsgabe habe ich sogar gar nicht. Okay. Wir haben schon mal irgendwo anders ein Wandbild gesehen. Ich weiß nicht mehr genau wo. Ich glaube in Gormoth war das. Also in Torrigorth, genauer gesagt. Glaube ich. Aber gut. Ja, man kann auch noch hier runterlaufen. Hilfe, das ist ja viel zu groß. Wie soll man es denn schaffen, hier alles zu entdecken eigentlich? Ist ja schlimm. Ist hier wieder ein Schatz irgendwo? Wo bin ich jetzt eigentlich? Jetzt bin ich ja ganz woanders. Da könnte ich jetzt runterspringen, wenn ich will. Ich habe einen Reisepunkt auch schon in der Stadt, deswegen springe ich hier hin. Was ist hier? Komme ich da durch? Abgeschlossen. Ne, da brauche ich einen Schlüssel. Oder irgendwas. Man kann mal so ein bisschen durchsehen. Okay. Kann ich? Ja, kann ich, oder? Aber ist da auch was, ist die Frage. Oder ist das nur, um halt einen sicheren Weg nach unten zu haben? Und deswegen ist hier Wasser, weil ich ansonsten durch Fallschaden ja sterben würde. Doch, hier ist was. Es gibt viel zu viel zu entdecken. So. Schätze. Sehr gut. Genau, dann gehe ich wieder am besten nach oben zurück. Und werde noch einfach ein bisschen mehr erkunden. Wo war der Reisepunkt jetzt nochmal? Ah ja, hier. In der Stadt. Genau. Habe ich sogar schon zwei Reisepunkte. Geh mal an den Anfang nochmal hin. Das ist sehr kompliziert. Ich werde da auf gar keinen Fall alles entdecken können. Mit den vielen verschiedenen Ebenen vor allem auch noch. Die Quests annehmen, sollte ich eigentlich auch mal machen. Weil das... Die werden mir ja extra auf der Karte auch eingezeichnet. Das werde ich gleich machen. Aber es macht so viel Spaß, mich einfach umzusehen und einfach coole Sachen zu entdecken. Ja genau, hier ist der richtige Weg, da gehe ich erstmal noch nicht hin. Das machen wir erstmal beim nächsten Mal dann. Aber ich nehme jetzt erstmal dann hier die Quest an. Hier nehme ich direkt. Ab einem schwarzen Brett, okay. Hier ist auch der Nahilplatz. So. Oh, hey. Mutige freiwillige Helfer für Umweltforschung gesucht. Wir benötigen 3 weiße Fühler von den Negra-Fledern an der Wärmerohrgabelung. Bitte nach Abschluss der Mission bei Joplin im Palast von Hardhaig melden. Okay. Interessant, dass man auch per schwarzes Brett einfach Quests annehmen kann. War das in Torrigorth auch schon so? Weil da war doch auch ein schwarzes Brett. Habe ich da eine Quest darüber angenommen? Ich glaube nicht, oder? Weiß auch nicht mehr. Irgendwo hier ist jetzt auch, aber ich glaube ein bisschen weiter südlich, ist auch der Schatz, den ich gerade von oben gesehen habe. Der irgendwo hier unten halt war. Da war ich. Ja, war ich da gerade? Nee, nicht genau da. Oder? Nee, okay, stimmt. Da unten ist halt der Ort, wo wir dann... Also hier sind wir mit dem Fahrstuhl nach oben gefahren. Genau, das ist die andere Seite vom Fahrstuhl. Hier. Oder? Alter, ich bin so verwirrt. Das ist viel zu groß die Stadt für mich. Für mein kleines Gehirn. Doch, das ist schon die andere Seite, glaube ich. Das ist halt echt schwierig, dass man hier auch überall so nach oben gehen kann. Und da so viel entdecken kann, was ich mein kleines Hirn nicht merken kann. So, hier jetzt. Genau, hier ist der Schatz. Ja. Da kann ich bestimmt hinspringen, oder? Oder auch nicht. Aber da komme ich bestimmt irgendwie hin. Oder auch nicht. Moment, wie komme ich da hin? Das muss ich jetzt schon noch herausfinden, wenn ich den schon gerade eben gesehen habe, den Schatz. Kann ich ja noch weiter nach... Ja, ich meine, von da oben aus würde es halt gehen.
Da oben war ich doch gerade, oder? Von da aus habe ich den Schatz ja auch gesehen. Stimmt, aber da habe ich ja dann gesagt, dass das nicht wert ist, da jetzt runterzuspringen für den. Hier komme ich auch hin, okay. Weil ich da ja von unten aus hinkommen würde, was ich aber nicht geschafft habe. Okay, und jetzt bin ich am selben Ort, wie auch gerade eben, als ich da zuerst die Tür öffnen musste und das Ventil abdrehen musste und sowas. Also hier hinzukommen ist doch gar nicht so kompliziert gewesen. Ich dachte, dass man an diesen Ort hier nur hinkommt, wenn man diese Schritte zuvor befolgt, mit Tür öffnen, mit Superkräften und das Ventil drehen. Aber man kommt da auch anders hin. Also dann ist hier doch wirklich eben nichts allzu Besonderes. Okay. So. Okay. So, Schatz. Very nice. Mhm, finde ich auch. So, dankeschön. Okay. Genau, und dann kann ich mal vielleicht noch eben die andere Quest annehmen. Wo geht's hin? Meh! Morning already! It is new day. Okay. Palast von. Ah, hier ist der Palast von Hardhag oder sowas. Da gehe ich mal noch nicht hin. Da soll ich auch noch gar nicht hin. Da kommen wir dann bestimmt jetzt eh relativ bald schon hin, denke ich mal. Aber das mache ich dann erst, wenn wir auch da wirklich hingehen sollen. Ich will jetzt aber noch schnell die andere Quest annehmen. Und gucken, ob ich noch eventuell irgendetwas anderes finde. Hallo. Gewerbegebiet. Beraf. Okay. So hier. Ah, erstmal noch Sammelpunkt. Und dann ist hier alles Day oder so. Na sowas. Was für einen bunten Haufen haben wir denn da? Ihr scheint euch um Grenzen zwischen Nationen und Völkern nicht viel zu kümmern. Vielversprechend. Nia, Schweigepause irritiert Poppy. Warum geht Gespräch nicht weiter? Sekunde, Poppy. Ich glaube, da kommt gleich noch was. Ich würde mich mal gerne mit euch unterhalten, wenn ihr nichts dagegen habt. Mein Name ist Alistair oder so. Ich erforsche die Kultur der Nopon der Antike. Überall auf der Welt gibt es Wandbilder, die sie hinterlassen haben. Bestimmt, ja. Auch in Araya soll es ein solches geben. Deshalb würde ich sehr gerne dorthin reisen. Aber ach, ach, ach. Ist was? Nun, ihr wisst ja, wie es zwischen Mor'Adane und Araya steht. Ein Forscher wie ich läuft beim derzeitigen Klima Gefahr, in Araya als Spion festgenommen zu werden. Eigentlich scheue ich vor Gefahr nicht zurück, wenn es um meine Forschung geht. Aber wenn ich auf offiziellen Wege die Reise antrete, könnte sich die Situation noch zuspitzen. Wäre ich nur 10 Jahre jünger, dann würde ich mich auf einem Handelsschiff in Araya einschleichen. Wulfig, nicht durchdrehen bitte. Sollen wir dir vielleicht helfen? Ihr würdet euch dann aber in erhebliche Gefahr bringen, ist euch das bewusst? Tauber zuversichtlich! Die Einstellung gefällt mir. Gut, dann vertraue ich euch die Aufgabe an. Also was genau ist euer Plan? Tauber erklärt, also... Oh, ich verstehe. Ihr werdet also eure Kameraden um Hilfe bitten. Gut, so machen wir es. Ich werde als Butler verkleidet mit ihnen reisen. Wir kümmern uns darum. Ich übernehme auch gerne kleinere Aufgaben. Das macht meine Verkleidung nur noch glaubhafter. Okay. Kommt er jetzt wirklich mit? Nee. Ja? Doch, der ist jetzt tatsächlich dabei. Ach, das ist ein Söldnerauftrag. Okay, das kann ich sogar noch machen, weil der andere ist sogar, glaube ich, wieder ausgelaufen. Ja, genau, so. Ja, dankeschön, passt schon. Sachen kriege ich halt. Yay. So. Das ist ein bisschen nervig, dass man das hier nicht schnell durchskippen kann. Weil es mir scheißegal, was meine blöden Standardklingen dafür Sachen gelernt haben. So. Ja, ist mir wurscht. Ja. Ja, ist ja okay. Ja, ihr habt alle viele Sachen gelernt. Ja. So. Ja, ist ja okay jetzt. Ich habe schon verstanden. Ihr seid alle ganz toll. Ganz tolle Standardklingen seid ihr. So. Genau, hier Mor'Adane mache ich dann gleich mal. Kann ich das machen? Nee, das ist nicht die Quest. Nee, stimmt, das war ja auch in Araya. Oder? Nee, doch nicht. Oder? Nee. Also, ich weiß ja auf jeden Fall durch euch schon, ich soll diese pinken Aufträge hier eher vorher machen, weil die cooler sind. Weil ich da einzigartige Items halt kriege. Und weil ich da bei Läden halt dann weitere Items zum Verkauf freischalte. Und hier kriege ich halt nur irgendwelche Hilfskerne und sowas, wenn ich das mache. Ja. Hey, wo ist jetzt der Neue eigentlich gerade aufgetaucht? Das muss doch in Mor'Adane sein, oder? Ist das hier? Ja doch, passt schon. Ist schon das. Aber warum ist das ausgegraut? Kann ich das noch nicht machen? Wegen Reiseplus, Reiselust Stufe 1 Plus? Ah, habe ich noch nicht, okay. Reiselust. Was ist das denn für eine komische Fähigkeit? Hat keine von meinen Klingen anscheinend, okay. Ich mache mal dann aber irgendeine andere. Hier in Agentum habe ich erst eins. Ja, da kann ich aber auch keine pinke machen. Hier auch nicht. Da bräuchte ich Ätherkanone zweimal.
Ich glaube einmal. Ich glaube, irgendjemand hat Ätherkanone, aber halt nur einmal. Okay. Aber hier kann ich zum Beispiel Kochbuch Notstand machen. Lanzkatane und Fäustingsklauen brauche ich da. Okay. Also ja, stimmt. Ätherkanone ist eine Waffe, fällt mir gerade auf. Ich habe nur eine einzige Klinge mit Ätherkanone, echt? Egal. Ja, jetzt auf jeden Fall schicke ich hier halt irgendwelche hin. Okay, ich habe anscheinend drei Stück mit Lanzkatana, sonst wäre es ja nicht gegangen. Sonst hätte ich es ja gar nicht erst annehmen können. Hier noch. Hier. Und hier, okay. Und dann machen wir noch, dich noch dazu. Okay. Ist mir ja völlig egal, welche. So, einfach nur, damit die halt den Auftrag machen. Ja, weil ich meine, man könnte sich auch überlegen bei den Söldneraufträgen, ob man gute Klingen dahin schicken will, um die halt dann dadurch zu skillen, quasi, und halt zu leveln und so. Was auch nicht schlecht wäre, aber die will ich halt im Kampf benutzen. Und wenn ich einfach Kämpfe mache, kann ich meine Klingen ja dadurch auch trainieren. Ich kann ja die Klingen, die wichtig sind, kann ich ja entweder in Kämpfen oder bei den Söldneraufträgen halt skillen. Aber wenn ich sie zu den Söldneraufträgen schicke, habe ich sie halt nicht für schwierige Kämpfe. Aber bei Kämpfen kann ich sie ja auch trainieren. Und deswegen ist es egal, quasi, wenn ich da meine coolen Klingen nicht dadurch levele, sondern halt die anderen. Ich meine, mir geht es ja nicht ums Leveln von den anderen Klingen, ist mir ja völlig wurscht. Aber ich will halt die Belohnungen haben. Ja, also ich finde, das ist schon ganz gut so. Okay, gut. Dann würde ich jetzt aber dann erstmal sagen, dass es das hier war für diesen Part von Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Werden noch die ganzen Meldungen durchkommen. Beim nächsten Mal geht es dann hier noch in Alba... Irgendwas, ich kann mir den Namen nicht merken, in der Stadt halt hier in Moradane weiter. Und dann werden wir auch zu unserem Zielort gehen, werden hoffentlich nicht zertrampelt von den Kollegen da. Und dann wird hoffentlich da alles gut gehen beim nächsten Mal. Okay. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal.